Hallo, willkommen zurück bei Atlantica Online. Heute möchte ich ein weiteres Tutorial machen. Und zwar möchte ich euch heute erklären, was Heimpunkte sind und wie man Fertigkeiten verbessert. Fertigkeiten sind eben fürs Heim. Ihr könnt die Punkte, die ihr habt, unter meine Infos Charakter Punkteinfo anschauen. Und da seht ihr hier die Heimpunkte. Heute habe ich schon recht viele bekommen. Habe ich für jetzt aufgehoben. Und durch diese Heimpunkte ermöglichen es euch, in Häusern oder Villen Anlagen abzubauen. Da gibt es 4 verschiedene. Erhält dann Material, das man zum Bauen hauptsächlich in Häusern benutzt. Also im Haushandwerk, für Möbel oder Nouvelle Cuisine. Aber auch für manche Quests braucht man Hausmaterialien oder Anlagenmaterialien. Außerdem kann man damit Einsicht erhalten und durch Einsichtsstufen kann man dann bessere Möbel ins Haus stellen. Ja, erstmal die Voraussetzungen. Man muss alle die Heimfertigkeit, die man anwenden will, könnt ihr schauen unter meine Infos Fertigkeiten und dann Fähigkeiten. Ich habe jetzt die auf 100. Die kann man auch erlernen, und zwar hier rechts über zur Stadt in Rom, mein Heim. Könnt ihr direkt hinporten, das ist nahe vom Rom-Tor. Und dann gibt es hier NPCs, Carina Kraut. Die ist fürs Anpflanzen, für Reis zuständig. Dann hier Gardena Anterna, fürs Ernten, Minze. Paul Meiner, ja, fürs Abbauen, Magnetit. Dann den Karl Sichter hier, für die Einsicht. Und den Harry Holzer, wie der Name sagt, fürs Fällen und den Holzplatz. Da müsst ihr euch eben die ansprechen und dann nächste Stufe. Auf 1 könnt ihr das von denen auf jeden Fall erlernen. Dies kann man nicht von Spielern erlernen, wie die anderen Handwerksfertigkeiten. Die Fähigkeiten hier sind nur hier von den Meinheim-NPCs zu erlernen. Dann braucht ihr, wie ich euch schon gesagt habe, hier die Heimpunkte. Die Heimpunkte werden täglich zwischen 6 und 7 Uhr resettet. Je nach Level erhaltet ihr bis zu 50 Heimpunkte um 6 Uhr früh. Die 50 Heimpunkte erhält man ab Level 125. Und dann je 2,5 Level, die ihr habt, erhält man einen Punkt. Also bis zum Maximum eben bei Level 125 von 50 Heimpunkten. Also auf niedrigem Level erhält man auch Heimpunkte, aber deutlich weniger. Dann hat man noch die Möglichkeit, Heimpunkte dazu zu erhalten. Ihr seht, ich habe nicht nur 50. Die erhält man zum einen übers Tagebuch, also meine Infos Tagebuch. Also alle diese Sachen hier, wenn ihr die abschließt, erhaltet ihr zusätzliche Heimpunkte. Für jeden Quest erhaltet ihr 4, für jeden Wettkampf erhaltet ihr 3, für die Analyse erhaltet ihr auch 3, für die Ursprungsinfo erhaltet ihr je 2, fürs Angeln auch 2. Söldner überreden bringt auch 2. Und fürs Beobachten eines Kampfes erhaltet ihr 1. Noch mehr Heimpunkte erhaltet ihr, wenn ihr auf Festen esst und bis zum Ende vom Fest da bleibt. Da habe ich keine genauen Werte, aber zum Beispiel beim gängigsten Fest, beim Nouvelle Cuisine, erhaltet ihr schon 50 Heimpunkte. Also bei Festen essen, durch Feste, wo ihr festen esst, könnt ihr eure Heimpunkte deutlich steigern. Aber bedenkt, wenn ihr die Heimpunkte nicht verbratet bis 6 Uhr früh, egal ob ihr 0 oder 400 habt, zwischen 6 und 7 Uhr werden die resettet, da gehen sie dann auf normalerweise 50 Heimpunkte zurück oder eben hoch. Außerdem braucht ihr noch eine Heimanlage, mit intakten Prozenten. Ich gehe dazu erstmal in mein Haus, weil ich da weiß, was da steht. Und ich habe zum Beispiel hier ein Beet,
Stufe 100, Ertrag 76,5. Das muss eben über 0 sein, dann könnt ihr hier Beet abbauen. Oder hier den Bauernhof, der hat noch 60,8, also auch deutlich über 0. Und bei den 4 Fertigkeiten bis auf Einsicht funktioniert es eigentlich gleich. Einfach Rechtsklick aufs Feld und benutzen. Und dann seht ihr hier Anlage nutzen und der Balken läuft durch. Und beim erfolgreichen Abbauen erhaltet ihr hier Gegenstände. Ich habe jetzt 5x edle Minze erhalten. Außerdem gehen dabei eure... jetzt hat es nicht geklappt. Es steht auch immer hier im zweiten Chat. Nicht gelungen. Und edle Minze. Außerdem verliert dabei das Beet an Ertrag. Und wie gesagt, im zweiten Chat hier, ich ende jetzt mal weiter, Rechtsklick benutzen. Im zweiten Chat steht immer hier, was ihr erhaltet, oder es ploppt auch kurz auf. Und jedes Mal benutzen von einer Heimanlage kostet immer 2 Heimpunkte. Das steht auch nochmal hier. Jetzt haben wir seltene Minze 5x. Fürs Abbauen erhaltet ihr auch basierend auf dem Erfolg. Also wenn ihr seltene Minze oder viel Minze oder später hochwertige, seltene oder edle Minze erhaltet ihr mehr Fertigkeitenpunkte. Für Minze müsste das der Skill sein. Achtet mal drauf, 144,400. Das ist hochgesprungen, halt, war das der andere Skill, der Anpflanzen. Jetzt gar nicht gemerkt, dass das hochgegangen ist, 817 merken wir uns mal. Ah ja, das war der falsche Skill, das war der von Carina Kraut hier, das Anpflanzen. Für die Minze. Habe ich vertauscht. Also Anpflanzen ist für Minze und Ernten ist für Reis. Außerdem gibt es von jedem Material eben 4 Stufen. Ich demonstriere das hier mal am Beispiel der Minze. Es gibt einmal die normale Stufe. Jetzt hier Minze. Sonst heißt es zum Beispiel Magnetit, Holz oder Reis. Das sind die anderen Sachen. Dann gibt es hochwertige Minze, seltene Minze und edle Minze. Und für diese, damit ihr die erhalten könnt, müsst ihr eure Fertigkeit oder eure Fähigkeit eben hoch haben. Hochwertige erhaltet ihr ab Stufe 30, seltene ab Stufe 60 und edle ab Stufe 80, also ab Fähigkeitsstufe 80. Allerdings müsst ihr bedenken, dass ihr auch auf einem Beet oder auf einer, allgemeiner gesagt, aus einer Hausanlage abbaut, die auch die entsprechende Stufe hat. Da zählt immer das Minimum. Wenn ihr zum Beispiel mit einem Stufe 100er Skill Stufe 100 anpflanzen, wenn ihr die bei einer Stufe 1 Anlage, also beim Stufe 1 Beet abbaut, dann erhaltet ihr auch nur die einfachen Materialien, die normale Minze in dem Fall. Jetzt baue ich mal einen Bauernhof ab, da müsste dann das Ernten ein bisschen hochgehen, wobei 100 das Maximum ist. Ja, erhalten wir eben braunen Reis. Also wie gesagt, es zählt immer das Minimum zwischen Fähigkeit und der Heimanlage, wo ihr abbaut. Also sprich, ich sage nochmal das Beispiel, wenn ihr mit einem 100er Fähigkeit beim 1er Feld abbaut, erhaltet ihr nur die normale
den normalen Reis oder die normale Minze. Und genau so ist es auch, wenn ihr beim 100er Feld abbaut, euer Skill ab als Stufe 1 ist oder Stufe 10, dann haltet ihr auch nur das normale Material. Also es zählt immer das Minimum. Aber für euch, die ihr die Skills hochbringen wollt, solltet ihr natürlich bei einer Heimanlage abbauen, wo die mindestens eurer Stufe entspricht. Es sei denn, ihr wollt eine bestimmte Anlage hochbringen, sei es eure eigene oder die von einem Gildenmitglied. Aber für den maximalen Ertrag solltet ihr euch eine Anlage suchen, die entsprechende Stufe hat. Das könnt ihr von eurer Gilde da mal besuchen, was die so für Anlagen haben, oder übers Heimverzeichnis da bei Leuten vorbeischauen. Könnt ihr auch in Häusern und gewähltes Heim besuchen machen. Ja, dann habt ihr hier schon gesehen, ich gehe jetzt mal wieder auf den Bauernhof. Auf das Beet meine ich natürlich, das war der Bauernhof. Hier, das Beet hat jetzt nur noch 1,5 Ertrag. Und der Ertrag geht immer, wenn wir das benutzen, runter. Und je höher eure Fähigkeit bzw. das Minimum aus Fähigkeit und Beet ist, desto mehr Ertrag verbraucht ihr da quasi bei einmal Abbauen. Und wenn es nicht mehr ausreicht zum Abbauen, dann könnt ihr eben da nichts mehr ernten. Ertrag ist jetzt vielleicht das falsche Wort hier. Der Ertrag sagt eigentlich nur aus, ob man da noch abbauen kann oder nicht mehr. Theoretisch kann man eben abbauen, bis die Anlage 0 ist. Dann muss der Anlagenbesitzer, also der Heimbesitzer, wieder auf Vordermann bringen. Und dazu muss man hier auf Verwalten gehen. In dem Fall beim Stufe 100 Beet kann ich 75 und 25 wiederherstellen. Das geht alle Stunde. Und das obere Wiederherstellen geht alle 25 Minuten. Ihr seht, jetzt ist es gleich wieder auf Vordermann gebracht. Wenn das beim Fremdenhaus der Fall ist, dass es auf 0 gegangen ist, dann müsst ihr eben warten, bis der das wieder hergestellt hat. Das könnt ihr natürlich nicht für ihn machen. Und wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, je höher das Minimum aus Fertigkeit bzw. Anlage ist, desto mehr Prozente Ertrag verbraucht ihr hier. Mit Stufe 100 und 100 Fähigkeit und Stufe 100 Beet verbraucht ihr eben 5%. Bei 0 bis 10 wäre das 0,1, bei 10 bis 19 wäre es 0,2 und so weiter, bis es schließlich bei 100-100 bei 5% ankommt. Ja, soweit zu den verschiedenen Abbaufertigkeiten. Es gibt dann außerdem noch die fünfte Fähigkeit, das ist die Einsicht. Und die funktioniert komplett anders. Dafür müsst ihr euch bei Community Heimverzeichnis schauen und dann unter Einsicht, da stehen die Häuser, die aktuell in dieser Stunde Einsicht aktiv haben. Das wird immer zur vollen Stunde aktualisiert, da erhält ein anderes Haus Einsicht und ihr solltet euch hier in der Liste ein Haus suchen, das sehr hohe Einsicht hat. Und dann klickt ihr das eben an, nehmen wir mal zufällig irgendeins. Und geht dann auf gewähltes Heim besuchen. Jetzt seht ihr hier am Haus verschiedene Gegenstände. Und in diesem Haus ist jetzt Einsicht aktiv. Welche Gegenstände das genau sind, könnt ihr hier beim Arkon erfragen. Hier steht alles. Es sind jetzt drei Seiten hier. Also sehr, sehr viele Dinge mit Waldfantasie in dem Fall. Ihr könnt das auch immer aktualisieren, aber normalerweise mache ich das immer recht auf gut Glück. War das auch das Bett dabei? Ich weiß es nicht. Ah, ist auch Waldfantasie, ja. Und damit ihr die Einsicht erhalten könnt, und ich mache nochmal die Fähigkeit an, müsst ihr eben Rechtsklick drauf machen und betrachten. Und dann nochmal bestätigen. Auch. Halt, nee, und hier bestätigen.
Nicht da unten. Da unten könnt ihr aktivieren, dass ihr die gesamten Gegenstände seht, die Einsicht aktiv haben. Wir haben jetzt hier 69.000 Einsicht erhalten. Versucht es jetzt nochmal mit der Festtafel. Bestätigen. Es verbraucht nur einen Heimpunkt. Das heißt, ihr könnt noch mehr Einsicht bekommen als abbauen. Und ihr seht, auch hier steht es nochmal, es war kurz auf dem Bildschirm zu sehen, und ihr seht hier, wie viele Einsichtspunkte ihr erhaltet. Jetzt sind es hauptsächlich die ganzen Schränke hier. Wie gesagt, Rechtsklick drauf, betrachten und dann bestätigen. Und dann lasst ihr es durchlaufen und jetzt schaut mal kurz hin. In der Mitte hier erscheint jetzt 95.000 Einsicht erhalten. Dann passt auf, dass ihr das nächste nehmt. Und wichtig, wenn das gelb ist, außer es ist natürlich Stufe 100, gilt auch für alle anderen Fähigkeiten hier, für Anpflanzen, Abbauen, Ernten und Fällen, genauso wie für die Einsicht. Wenn das gelb ist, außer es ist natürlich Stufe 100, solltet ihr wieder zu dem NPC gehen, wo ihr die Fähigkeiten auf Stufe 1 erlangt habt, weil dann könnt ihr sie uppen und alle 10 Stufen erhaltet ihr dann mehr Ertrag. Sowohl mehr Ertrag aus den Beeten bzw. Heimanlagen, als auch hier mehr Einsicht von den Gegenständen. Deshalb immer wenn es gelb ist, halt, jetzt habe ich wieder auf Bestätigen, hier könntet ihr für ein Atlas-Erzfragment euch anzeigen lassen, wo die Einsicht aktiv ist. Empfehle ich euch eher nicht, ist Goldverschwendung. Sei denn, ihr wollt es euch doch etwas leichter noch machen. Ja, so könnt ihr jetzt auch eure Einsicht steigern. Mit höheren Einsichtsstufen könnt ihr bessere Möbel aufstellen. Jedes Möbel, das ihr aufstellen wollt, hat eine bestimmte Einsichtsstufenvoraussetzung. Deshalb müsst ihr erstmal, bevor ihr in euer Haus viele Möbel reinstellt, hier Einsicht erlangen, so wie ich das euch jetzt zeige. Ja, und wie gesagt, wenn ihr fertig seid, geht ihr zu den NPCs und sagt einfach nächste Stufe, das upt euch dann so weit wie ihr könnt. Aber mit den ganzen restlichen Heimpunkten, die könnt ihr eben an einem Tag verballern. Und mit den Gegenständen, wie gesagt, könnt ihr dann ein Heimhandwerk machen. Ich bin jetzt hier nochmal einem anderen Spieler. Ihr seht, hier ist noch Ertrag drauf. Einfach Rechtsklick und benutzen. Die Mine, da haltet ihr Magnetit. Ihr seht, hier habe ich noch den Reis und die Minze. Das war jetzt nicht alles von vorhin, leider. Aber wir halten jetzt Magnetit. Und wie gesagt, wenn ich das 100 habe und bei einer Stufe 100 Mine abbaue, sind es immer 5%, die runtergehen. Hier seht ihr jetzt allerdings beim fremden Haus ist es ausgegraut. Das heißt, ich kann die nicht verwalten, nicht wiederherstellen. Es kostet auch an Betrag, um das wiederherzustellen. Und das Spezielle in eurem Haus ist, wenn ihr da einen Schrank zusätzlich aufgestellt habt, kommt manchmal hier, wie jetzt, der Gegenstand wurde an den Landherren gesendet. Und es geht dann in den in einen Schrank, den der Hausherr aufgestellt hat. Das ist quasi der Beitrag, den der Anlagenbesitzer erhält. Es ist auch einigermaßen fair, weil der muss ja wieder etwas Gold investieren, um seine Anlage wieder auf Vordermann zu bringen. Ja, und hier haben wir auch noch einen Holzplatz, können wir auch noch ein paar Mal draufhacken. Ja, so könnt ihr eben eure Fertigkeiten steigern und wie gesagt, die Stufen für hochwertig, für selten und für edle Materialien sind 30, 60 und dann 80 für die edlen Materialien. Und die könnt ihr dann eben benutzen, um in eurem Heimhandwerk Gegenstände herzustellen, wenn ihr einen Handwerker habt, sei es Möbel oder auch Nahrung für Feste.
Außerdem könnt ihr das natürlich auch gewinnbringend verkaufen. Vor allem die Minze und der Reis ist recht gefragt, weil man die beiden Materialien für Nouvelle Cuisines braucht, die doch sehr gefragt sind. Deswegen sind die am Markt recht teuer. Ja, und für die anderen Sachen, eben mit der Einsichtsstufe, könnt ihr bessere Materialien, bessere Möbel in euer Haus stellen. Ja, ich baue noch etwas weiter ab. Ich hoffe, ich konnte euch hier die Fähigkeiten bzw. die Heimpunkte gut erklären. Ist wie gesagt auch für kleinere Spiele, die vielleicht nicht mal ein Haus haben, auch ein guter Weg, etwas zusätzliches Gold zu verdienen, wenn sie dann die Materialien verkaufen. Ist auf jeden Fall kein schlechter Weg, vor allem wenn die Fähigkeiten schon etwas höher sind, wenn ihr fleißig wart. Ja, ich hoffe, ich konnte euch das gut beibringen. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen und ich sehe euch dann beim nächsten Mal. Ciao!